Guten Tag, meine Leute. Willkommen zu einem weiteren Let's Play von PKHS27, meiner Wenigkeit. Und zwar ist es Super Mario 64. Wahoo! Dann starten wir mal das Spiel. Language Select Deutsch. Ja, zurück. Mario A nehmen wir doch mal. Warum nicht? Und weil Mario der fette Klempner ist, der er ist und Kuchen über alles liebt, schmeißt er sich natürlich sofort zum Schluss. Und damit beginnt das Abenteuer von Super Mario 64. Und meine Leute, möge ich der Erste sein, der euch willkommen heißt zu Prinzessin Peach's Schloss. Aha. Jo. Jo, da wären wir dann. Herzlich willkommen noch an Wörter, bist du. Ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Also, wir können springen und schlagen. Wenn man in der Luft. Moment, mit C ging das. Mit C haben wir haben auch eine Stampfattacke. Und jo. Oh, was will der denn? Lucky? Was will denn Lucky Toons jetzt sagen? Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lucky Toon Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Peaches Schloss erreicht und macht sich auf der Suche nach dem Powerstern. Und so mit der blablabla. Ja. Hui. Hui. Gehen wir mal rein. Na, wieder würde hier. Es ist nicht mehr zu Hause, also finde besser. Dam, da, 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 dam. Hallo, Tod. Was sagt er zu? Red mit mir. Red mit mir. Kannst du nicht mit mir? Sag mal. Danke. Ich freue mich wieder, dich zu sehen. Die Prinzessin, ich und alle anderen sind in der Wind des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um ihre eigenen Gewählten in die Gemälden zu erschaffen. Du musst die Bauerstelle finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es vier Welten. Beginn in der Welt der Bonbons. Das ist das einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit den großen Sternen öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Boah, das tut weh. Diese Todstimme ist so nervig. Boah, das tut weh. Okay, gehen wir mal rein. Und hier sind jetzt die Hauptmechanik von Super Mario 64. Wir gehen in Bilder, um Powersterne zu sammeln. Yeah! Bonbons Bombenberg. Besiege König Bobomb. Let's go! Du bist im Funkkampfarena gelandet. Also, die Geschichte von diesem Land hier ist, die Bonbons führen einen Krieg. Yay! Also, unser primäres Ziel ist jetzt eigentlich nur auf den Berg raufzukommen. Also, dann machen wir das mal. Wir ignorieren die meisten Gegner. Dieses riesige Viech ignorieren wir auch. Oh, weil unser primäres Ziel ist jetzt, wie schon gesagt, einfach mal auf den höchsten Punkt des Berges zu gehen. Ja. Oh, wow, 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 wow. Verpiss dich, du Kackbombe. Das ist der Dreifachsprung. Dann haben wir noch viele andere Sprünge, die ich euch später zeigen und erklären werde, weil jetzt ist Part 1 und ich will euch nicht mit zu viel Tutorials auf einmal bebomben, sagen wir es so. Nee, ich habe Bomben gesagt in Bonbon Battlefield. Aha. Hier ist eine kleine Abkürzung, die ihr nehmen könnt. Irgendwo hier drin, wenn ihr stehen bleibt, ist ein Teleporter. Oh mein Gott. Das heißt, jetzt sind wir schon oben. Wuhu. Hui. Was hast du zu sagen? Ich bin König Bobomb, herrsche über alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschützen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist mein Besitz, bla bla bla. Okay, wir müssen den Typen besiegen. Der ist nicht gerade schwierig zu töten, also wir müssen ihn nur hochheben und auf die Schlachtfeld werfen. Weil wenn wir ihn rauswerfen, springt er wieder hoch und sagt, das ist nicht fair, du darfst den König nicht aus dem Ring werfen. Ja, irgendwie schon unfair, aber naja.
Okay. Sag mal, könntest du mal aufhören? Danke. Hot hui! Juhu! Boom! Zack! Yeah! Hui! So ist geil! Hui! Ja! Hui! Wow, wow, wow! Ja, und wenn ihr euch schnappt, dann wirft ihr euch einfach irgendwo hin. So eine Art Schleuder und das kann wehtun. Was? Wie? Du hast mich besiegt! Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz, wenn du wiedersehen willst, bla bla bla. Er sagt nur, dass wir Missionen zurück besuchen können und ihn wieder besiegen können, wenn wir wollen. Und wir haben unseren ersten Powerstern. Wahoo! Yeah! Wow. 6 Minuten im Video und schon ein Powerstern. Ja, speichern. Du hast deine versiegelte Türen. Okay. Er sagt uns, dass wir jetzt versiegelte Türen öffnen können, aber ich will noch nicht die versiegelten Türen. Ich will noch einen Powerstern holen. Und zwar Mission 2. Besiege den schnellen Cooper. Wahoo! Okay, was hast du denn zu sagen? Hey Mario, stimmt es, dass du König Baum während des harten Kampfes besiegt hast? Bla bla bla, willst du ein Rennen gegen mich machen? Los! Das Lustige über diesen Kampf, ich weiß nicht, ob das bei dieser Version ist, aber bei der DS-Version ist es so, wenn man da eine Moonjump-Cheat hat und einfach voll Kanne auf den Berg Moonjumpt, sagt er nicht, dass du gecheatet hast, aber wenn man die Kanone benutzt, heißt es, du Cheater, du dreckiger Hurensohn Cheater, ich hasse dich, ich gebe dir nicht meine Powerstern. Wow. Ja, aber das ist wirklich einfach, weil es ist Mission 2, die soll... Mission 2 ist... Bah. Weil es Mission 2 ist, sollte es nie die schwerste Mission des Spiels sein, also... Und hier nicht den Warp benutzen, weil... Nicht gut. Ich könnte ein bisschen über Marios Leben reden. Er hat 8 Units von Leben und Münzen. Eine Münze gibt ihm eine Unit wieder. Aber es gibt auch Herzen. Und mit je mehr Speed man hat, während man durchläuft... desto mehr Leben kriegt man dadurch. Ist doch geil, ne? Naja, die Herzen sind aber nicht wirklich viel. Rote Münzen geben 2 Leben wieder und geben auch 2 Münzen. Und blaue Münzen geben 5 Herzen, 5 Münzen und Leben wieder. Also sind die blauen Münzen die seltensten und auch die wertvollsten. Und sie sind auch sehr nützlich für die 100 Münzensterne, die ich sicherlich... holen werde, aber es ist Part 1. Hallo. Hallo. Ich könnte mal ein bisschen mit der Kamera rumfacken. Bis er... Oh, er ist da. Boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt ein Wunder. Hier, du hast ihn dir verdient. Ein Wunder, du bist so langsam wie eine Schildkröte. Haha. Woo. Here we go. Oh yeah. 2 Sterne. Tada! Okay. Speichern noch weiter. Können wir noch einen Stern holen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel schon so lange nicht gespielt, aber es ist ein nettes Spiel. Fliege zur schwebenden Insel. Ich glaube. Schwebende Insel? War das nicht? Lass mich mal schauen. Boah, was war das denn? Ah. Hat Kamera. Oh. Nee, ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen können. Ja, man kann auch die Kurse verlassen, wenn man Start drückt und dann auf Kurs verlassen drückt. Jo, ist doch simpel. Nee, da gehen wir nicht rein. Das ist 3 Sterne. Okay, 1 Stern. Okay, schmeißen wir uns da rein. Hui! Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Wunderbar. Und wir kommen zu Level 2 des Spiels. Au. Bah. Also wirklich. Wumps Wuchtal. Besiege König Wump. Okay, bla 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 bla. Nichts wirklich Wichtiges hier.
Alles, was wir jetzt machen müssen, ist wieder mal nach oben gehen. Ach übrigens, und wenn man da runterfliegt, ist man sofort tot. Nicht nett, oder? Naja. Passiert nicht oft, nur wenn man mit den Kanonen irgendwie abfuckt, aber... ne. Passiert auch nicht oft. Wow, wow, wow. Und eins werde ich sagen, Luigi ist nicht in Super Mario 64 für den Nintendo 64. Er ist in Super Mario 64 DS, aber nicht in dem N64-Spiel. Und alles, was im Internet steht, das sagt, dass der in diesem Spiel ist, dass ich hier gerade let's playe. Bullshit. Ich sage Bullshit. Was gibt's hier? Blablabla. Okay. Er will auf uns drauffliegen, wie der Wump der ist. Aber Crushing ist nicht sofortiger Tod. Wir müssen einfach nur ein paar Stampfattacken auf seinem Rücken ausführen, wenn er auf dem Boden liegt. 3 insgesamt. Drei beim Nintendo-Boss? No way. Jo, und dann ist er tot. Und da gibt er uns seinen Stern und wir sind alle glücklich. Wuppdidu. Zack. Unglaublich, dass mich von meinen Kreuzschmerzen befreit. Okay. Und ein weiterer Stern. Wie schön. The little bit. Here we go. Yeah. Dum dum da da da, ein bissiger König. Bum 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 bum. Speichern. Das ist 3 magische Paarstern, die Siegel eine 3 trägt. Okay. Jetzt können wir eine Dreiertür öffnen, aber ich würde sagen, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Also würde ich sagen, Mario, kannst du bitte... Boah, Mario, du unfähiger Klempner. Also würde ich sagen... Boah, Mario. So. Ey. Okay, wisst ihr was? Ich sage, wir sehen uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Wahi! Wahoo!